Hallo und herzlich willkommen bei Schwengeldieter. Heute möchte ich euch ein neues Spiel vorstellen, und zwar Zombie Vikings. Das Spiel ist taufrisch, gerade erst bei Steam veröffentlicht. Heute, glaube ich sogar, oder erst gestern, kostet 20 Euro bei Steam, was schon eine ganz schöne Ansage ist. Und da wollte ich natürlich sofort mal reinschauen, ob das auch wirklich gerechtfertigt ist. Ich habe es schon mal angezockt, wie immer. Ja, was man hier direkt sieht, sehr schön, man kann hier auch lokal Multiplayer spielen. Ja, also ich zum Beispiel habe ein 360-Pad, also wenn ich jetzt noch jemanden hier hätte, könnte man auch zusammen an einem PC spielen. Mit mehreren Pads geht das auch. Ansonsten ist es eine Konsolenadaption, das heißt, es gibt keine Maus hier, also beziehungsweise man kann mit der Maus nichts Sinnvolles tun. Ich kann die Maus schon, naja, ich sehe sie gar nicht. So. Wir wollen natürlich die Story machen, und da kommen wir auch direkt zum ersten Punkt. Die Story ist hier sehr relevant. Es ist also ein sehr storylastiges Spiel. Aber ich möchte euch ehrlich gesagt nichts von der Story vorwegnehmen. Und deswegen werde ich alle Story-Parts, also diese kurzen Videosequenzen oder auch teilweise gar nicht mal so kurzen Videosequenzen, komplett überspringen, so wie diese hier. Zack. So dass ihr euch das selber nochmal anschauen könnt, denn wie gesagt, sehr storylastig, ist relativ wichtig. Okay, wir können uns hier anschauen, mit wem wir hier lang gehen wollen. Es gibt verschiedene Charaktere, die auch alle wirklich unterschiedlich spielen. Und wären wir jetzt mehrere Personen, könnten wir halt auch, naja, jeder einen anderen nehmen, logischerweise. Wir machen es mal mit Piki, der hat mir bisher ganz gut gefallen. Der hat hier Pikis Keule. Und da unten seht ihr schon, wir haben hier eine Währung. Das heißt, ich habe hier auch schon so ein paar Sachen freigeschaltet. Wir könnten hier theoretisch halt auch weitere Sachen kaufen, wovon wir uns aber kaum noch was leisten können. Wollen wir auch erstmal gar nicht machen. Wir steigen direkt ein. Wir können uns auch noch Runen holen. Ja, zum Beispiel hier plus 5 Gesundheit, plus 3 Geschwindigkeit. Da schalten sich nach und nach immer mehr frei. Und das hier ist unsere Spielwelt. Wir haben also so eine seitliche Ansicht. Irgendwie so halb 2D, halb 3D. Das heißt, wir können uns zwar auch nach vorne und hinten bewegen, aber hauptsächlich geht es natürlich nach links und rechts. Wir können springen, ja, wie bekannt. Wir können in alle Richtungen laufen, wie schon gesagt. Und was wir noch machen können, wir können hier... Oh, da hat es kurz mal geruckelt. So, wir können also hier so... Ja, das sind so eine Art Minen. Die können wir hier ausspucken. Diese Fähigkeit, so wie die andere auch, können wir aufladen. Können wir so eine ganze Ladung hier rausrotzen. Da haben wir hier unseren normalen Angriff. Ja, das ist eine Taste. Da passiert immer so ein bisschen... Boah, der hackt sich hier durch quasi. Und diesen Angriff können wir dann auch noch aufladen. Zack. Und dann legt er hier nochmal richtig los und rüttelt da so ein bisschen vor sich hin. So, ansonsten können wir auch Sachen aufheben. Beziehungsweise, ich kann das gleich mal an... Am Beispiel eines solchen... Okay, jetzt habe ich es genau dahinter gespuckt. So, am Beispiel eines solchen Viechs. Das können wir jetzt hier so hochheben, unsere Bombe. Und dann auch mit der gleichen Taste schmeißen. Können wir auch noch ein bisschen stärker schmeißen, wenn wir unser Werfen quasi aufladen. Ja, und abgesehen vom Blocken, was ich jetzt noch nicht gezeigt habe, ist das so ziemlich das, was wir hier so machen können. Ne? Blocken ist dann... Moment, ich muss mal ganz kurz gucken. Ja. Hier ist also nochmal Blocken, das können wir nicht aufladen, aber wenn wir aus dem Block in eine Richtung drücken, bewegen wir uns schnell in diese Richtung fort. Kommen wir in dem Tutorial hier auch noch dazu, dass wir das einsetzen müssen. So, ansonsten, das hier ist jetzt erstmal so das kleine Kampftutorial. Okay, wie kommt man hier mit solchen Kisten klar? Kisten bleiben logischerweise nicht unser einziger Gegner, wäre auch ein bisschen lahm, sondern es kommen natürlich auch noch Gegner dazu, die uns auch zurück verprügeln wollen. Ja? Nicht nur wir schlagen hier zu. Aber das ist natürlich ganz besonders ein Spiel, was auch auf diesen Koop-Aspekt geht. Das heißt, hier haben wir so die tragenden Säulen. Das ist einmal natürlich die ansprechende Grafik. Ich finde es sehr nett gestaltet. Der Hintergrund ist auch so ein bisschen mit dabei. Oh, hier kommen schon die ersten Gegner. Und ja, also da denke ich mal, kann man schon sehr schöne Stunden im Koop drin verbringen. Für den Singleplayer ist es jetzt natürlich nur bedingt geeignet. Man kann natürlich machen, was man will. Aber am schönsten ist es sicherlich, wenn man hier zu zweit oder sogar zu dritt, zu vier, zu fünft zockt. So, ich lade hier gleich mal auf und knödel hier mal los auf die Kumpels. Ja, da hat mich schon einer getroffen. So, den
Oh, also man muss hier auch so ein bisschen taktisch vorgehen. Das ist natürlich jetzt hier die erste Mission. Also ich hack hier einfach drauf. Normalerweise sollte man hier sicherlich schauen, dass man hier ein bisschen anders vorgeht. So, jetzt zum Beispiel versuche ich halt die natürlich auch da reinzulocken, wenn ich hier so ein Viech rausspucke. Okay. So, wir laufen mal weiter und dürfte auch nicht mehr allzu lange dauern, bis wir dieses Tutorial hier abgeschlossen haben. Also eine sehr spannende Sache hier. Wie gesagt, jeder Charakter hat auch wirklich andere Fähigkeiten, nenne ich es jetzt mal. Ich sage jetzt mal Fähigkeiten, aber eigentlich ist es... Also, der eine greift so an, der andere greift so an. Übrigens, diese Zombie-Gehirne geben uns Leben wieder. Ja, nur so zur Info. Also wir haben, wie gesagt, einmal Geld und einmal Leben, was wir eben kriegen. Ach so, okay. Und die Zombie-Gehirne geben uns Leben. Aua, das tat weh. Falsche Richtung. So. Okay, den Typ haben wir auch hinter uns. Und ja, wir können halt auch mit unseren Bomben hier eigentlich alles zerstören, was wir denn so möchten. Ups, das... Da wollte ich noch gar nicht runter, aber gut. Jetzt bin ich unten. Au! Mistviech. So. Den Typen haben wir auch hinter uns. Okay. Also, es ist so eine Mischung aus Button-Mashing, möchte ich mal sagen, und vielleicht auch so mit Taktik dahinter verbunden, ja, also sicherlich ist nicht alles Button-Mashing, aber dadurch, dass es jetzt, zumindest meiner bisherigen Erfahrung nach, hier nur wirklich die eine Angriffstaste gibt, allerdings kann man die noch kombinieren, also wenn man während des Angriffs nach links oder rechts oder was auch immer drückt, passiert schon nochmal was. So, da haben wir jemand Neues gefunden. Ja, beziehungsweise bisher nur seinen Kopf. Das überspringen wir jetzt auch mal. Da ist er, der gute Kollege. Den kann ich hier auch durch die Gegend schmeißen. Oder auch, wenn ich möchte, kann ich ihn auch irgendwo hinwerfen. Aber das ist jetzt nicht so richtig effektiv. Ach doch, halt. Ich muss es sogar machen. Gut. Das hat schon mal nicht funktioniert. Nein, also wir sollen ihn jetzt hier rüberwerfen. So. Und jetzt kommt die Zugbrücke runter. Der Kopf folgt uns. Das heißt, wir müssen uns nicht darum die ganze Zeit kümmern, dass der dran bleibt. Das ist auch sehr angenehm. So. Und als nächstes hier... Ja, das Tutorial habe ich ja schon gespielt. Normalerweise würde jetzt hier stehen, was man machen muss. Hier muss man... So, sich da irgendwie hinter durchsneaken. Ich weiß auch nicht genau, was das für einen Sinn hat, so richtig. Dass man sich dahinter durchsneakt. Ja, und hier kommt jetzt eine kleine neue Gegnermeute und auch eine neue Gegnerart, die mich auch erstmal direkt weggeknödelt hat. Ja, und hier ist eine ganz interessante neue Gegnerart. Die kommen runter, aber nur, wenn man... Ja. So. Jetzt versuche ich es nochmal richtig. Die kommen nur runter, wenn man nah genug dran ist. Ja, okay, so geht es nämlich nicht. Und dann sollte man eben auch versuchen, sie möglichst gleich zu plätten. Na super. So, jetzt aber. Los. Ja, perfekt. Der ist hinüber. Okay. Ja, im Hintergrund sieht man hier immer so ein paar gelbe Augen, auch ganz niedlich gemacht. Dass hier irgendwelche Monster noch durchschauen und was natürlich auch sehr amüsant ist, im Gegensatz zu vielen anderen Spielen, wir sind ja hier jetzt quasi der Bösewicht, ne? Also wir sind ja der Zombie, beziehungsweise die Zombies, ne? Zombie-Wikinger sind wir ja sogar. Also das unterscheidet es natürlich auch so ein bisschen. Au! Hör auf, hier was rüber zu spucken. Das hängt er jetzt da oben fest? Da kriege ich den gar nicht. Hallöchen. Der hängt jetzt wirklich da oben fest, oder? Gut, dann werde ich ihn einfach mal ignorieren. Hoffe, dass es geht. Ja, geht. Ich kann ihn einfach ignorieren. Nehme hier noch ein bisschen Leben mit. Aha.
Gut, das war nur eine kleine Animation. Ich dachte, jetzt kommt da irgendwer Dickeres. So. Genau, man sieht schon, also wenn man jetzt quasi erst springt und dann schlägt, dann macht er halt hier auch so einen super Salto nach vorne. So, wir brechen die Zwischensequenz wieder ab. Oh, wir sind gleich auch mittendrin, schön. Ah. Gut, also man sollte logischerweise, ich denke, das ist relativ klar, nicht in der Gegnermeute stehen bleiben. So, und hier haben wir halt, auch unseren ersten Endboss. Endboss, ja, also falls man es schon so nennen kann, das hier ist halt so eine Art Endboss, der Kollege hier. Und ja, den sollte man einfach nur daran hindern, dass er einen selber trifft. Und das macht man am besten, genau, indem man halt ständig drauf einprügelt und möglichst nicht seine Bomben zünden lässt. Aber wäre natürlich gut, wenn man ihn selbst dann in die eigenen Bomben reinlaufen lässt. Das ist nicht verkehrt. So, genauso wie jetzt. So. Oh. Okay, er ist also schon gut, hat nur noch gut die Hälfte oder knapp die Hälfte seines Lebens. Mist. Das hat nicht so funktioniert, wie ich gerne wollte. Okay. Au. Ja, also hier ist so ein bisschen Button-Mashing angesagt. Allerdings natürlich zur richtigen Zeit. Ja, wie man hier sieht, sonst kommt da nichts Sinnvolles bei raus. Und halt immer die Bomben umgehen. Oh. Mist. Mist. Ach, verdammt. Na gut. Also, wie ihr seht, der Gute ist ja jetzt nicht so brutal. Und das war also auch der Körper zu unserem hüpfenden Kopf. Wie man gesehen hat, wunderbar. Den Kollegen haben wir jetzt gerettet und dafür greift er uns jetzt hier an. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt irgendwas kann. Nö. Gut. Und ihr seht schon, also ohne den Körper des anderen ist es auch nur ein erbärmlicher Wurm. Und deswegen haben wir den locker platt gemacht. Und das war's auch schon mit dem Level. Na, jetzt haben wir das Level geschafft. Wir sehen schon, was kriegen wir hier so alles. Wir kriegen einiges an Beute. Und so weiter. Und können jetzt zum nächsten Level voranschreiten, was ich ja auch schon gemacht habe. Die Flucht vor dem Madenkönig. So, wir können uns natürlich wie immer entscheiden, mit wem wir hier gehen. Wir gehen wieder mit Piki. Und wir kaufen uns einfach mal, weil es Spaß macht, ein neues Schwert. Ja, was können wir uns denn hier kaufen? Ja, das ist ja alles totaler Schrott. Kaufen wir uns einfach mal dieses Ding hier. Bekommt jeder. Ja, gut. Dann nehmen wir es auch mit. Rüsten wir es aus. Das Ding können wir nicht kaufen. Ja, kann ich mir nicht leisten. Danke. V. Zurück. So, genau. Wir nehmen also nichts mit. Und jetzt müssen wir rennen. Ja, ich kenne ja dieses Level schon. Also auch solche Level gibt es hier quasi. So, also ist unser einziger, unsere einzige Mission hier ist es, glaube ich, vor dem Kollegen hier abzuhauen und uns nicht überrollen zu lassen. Und das machen wir jetzt logischerweise auch. Machen wir halt mit kleinen Tricks. Dann kommen wir ihm hier so gut wie möglich. So. Er kommt hier nicht weiter. Das ist für uns sehr erfreulich. Huch, da sind Pinguine. Die sind mir vorher noch gar nicht aufgefallen. Nett. Aber gut, die Pinguine interessieren uns jetzt nicht. Wir laufen jetzt erstmal weiter. Und jetzt müssen wir hier mal ein bisschen rumschnetzeln. Noch so ein paar andere Kollegen hier abknödeln. Die hier noch ein bisschen rumstressen wollen. Nehmen wir hier die Fässer noch mit. Das kann sicherlich nicht schaden. Und weiter geht's. Und ja, wer hätte das gedacht? King Kong ist wieder da.
Und wir versuchen natürlich wieder... Oh, verdammt. Da hab ich mich verkippt. Einfach nur vor ihm wegzukommen. Und das klappt auch so ganz gut, wie wir das jetzt machen. Die Truhe werde ich lieber außen vor lassen bei diesem Mal. Denn ich glaube, das würde mir jetzt nicht so gut tun, wenn ich die noch versuchen würde zu holen. So, die Zwischensequenz beenden wir.